Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Gläubige, mit Interesse, aber auch mit einiger Bestürzung habe ich kürzlich ein Buch gelesen. Ich möchte gerne in dieser Predigt darüber vom Standpunkt unseres Glaubens aus zu Ihnen sprechen. Der Autor des Buches ist ein gewisser Herr Klaus Schwab, Vorsitzender des sogenannten Weltwirtschaftsforums. Er stellt in seinem weltbekannten Buch fest, dass wir mitten in der, wie er es nennt, vierten industriellen Revolution stecken. Schwab erklärt in seinem Buch, und da stimme ich ihm natürlich zu, dass die ganzen neuen Technologien die Welt in den letzten Jahren in rasantem Tempo verändert haben und wohl auch in den nächsten Jahren weiterhin dramatisch verändern werden. Er sagt völlig zu Recht, dass diese Veränderungen moralische Fragen aufwerfen. Schwab schreibt: Die Technologien, sie stellen auf den Kopf, wie wir fühlen, rechnen, organisieren, handeln und liefern. Schon heute drängt uns der Fortschritt der Neuro- und Biotechnologien die Frage auf, was es bedeutet, ein Mensch zu sein. Es stellen sich Fragen. Wie weit darf man mit der Technik gehen? Wie weit darf man zum Beispiel ins Erbgut des Menschen eingreifen? Wie weit darf man Mensch und Technik miteinander verbinden? Darf man so weit gehen, dass zum Beispiel eine Software unser Denken optimiert? Ist es überhaupt ein Optimieren oder nicht vielmehr ein Manipulieren? Das Buch liest sich teilweise wie ein Science-Fiction-Roman. Doch Klaus Schwab macht dem Leser immer wieder klar, dass es keine Fantasie ist, sondern bereits heute Realität. Vieles, was man vor wenigen Jahren niemals für möglich gehalten hätte, ist heute schon möglich. Schwab sieht in dieser vierten industriellen Revolution große Chancen für die Zukunft, warnt aber auch vor einem Missbrauch, der ungeheure, unvorstellbare, nie dagewesene, schreckliche Folgen haben könnte. Deshalb fordert der Vorsitzende des Weltwirtschaftsforums, Zitat: Aus diesem Grund müssen ethische Grundsätze, normative Standards und wertebasierte Politikmodelle klarer artikuliert werden, damit sich Organisationen bei der Entwicklung und Anwendung dieser einflussreichen Technologien in der Gesellschaft daran orientieren können und über geografische und politische Grenzen hinweg ein Entwicklungsansatz ermöglicht wird, in dessen Mittelpunkt der Mensch steht. Zitat Ende. Schwab fordert also ein Regelwerk auf der Grundlage der Menschenrechte. Liebe Gläubige, das hört sich doch erst einmal gar nicht so schlecht an. Schwab ruft dazu auf, die rasante Entwicklung verantwortungsvoll zu steuern. Er sagt: Wir haben es selbst in der Hand, wohin sich die vierte industrielle Revolution entwickelt. Liebe Gläubige, damit sind wir jedoch bei einem ganz entscheidenden Problem angelangt. Wir haben es selbst in der Hand. Wer ist wir? Die ehrliche Antwort auf diese Frage muss uns Christen erschüttern. Und in diesem Punkt hat es auch keinen Sinn, um den heißen Brei herumzureden. Wir müssen uns der Wahrheit stellen. Wir haben es selbst in der Hand. Diejenigen, die das tatsächlich von sich sagen können, die tatsächlich unter anderem durch ihren ungeheuren Reichtum über eine geradezu unverantwortlich hohe Macht verfügen. Diese Leute denken nicht christlich. Das wird an vielen Stellen des Buches ganz deutlich. Diese mächtigen Leute fühlen sich sehr human und glauben womöglich wirklich, der Menschheit einen Dienst zu erweisen. Dadurch aber, dass sie von vornherein den Schöpfergott,
den, der das Universum und den Menschen erschaffen hat, der uns für seine Schöpfung durch die Gebote eine Gebrauchsanweisung gegeben hat. Dadurch, dass der Schöpfergott bei diesen Leuten keine Rolle mehr spielt, sind wir der reinen Willkür dieser mächtigen Leute ausgeliefert. Sie halten sich nicht an die Anweisungen dessen, der allein die Schöpfung durchschaut. Sie erfinden stattdessen eigenmächtig irgendwelche, teilweise absurden, ethischen Prinzipien und Werte. So hat man zum Beispiel ein Recht erschaffen, dass Mütter ihre eigenen Kinder vorgeburtlich töten lassen dürfen. Wie weit diese Leute bereits jetzt schon von der Wahrheit der Schöpfung entfernt sind, zeigt ja schon dieser ganze Gender-Unsinn. Man einigt sich einfach auf irgendwelche Werte, die aber von Gott nicht in die Natur hineingelegt worden sind, sondern vielmehr von stolzen, hochmütigen Menschen, die glauben, besser zu sein als der Schöpfer, erfunden wurden. Vergessen wir bei dieser ganzen Sache nicht, es sind dieselben Leute, die, was die vierte industrielle Revolution angeht, von sich sagen können, wir haben es selbst in der Hand. Liebe Gläubige, ich sehe darin die Wiederholung der Sünde Luzifers. Was sich erst einmal gut anhört, wir haben es selbst in der Hand, ist, das wird aus dem Zusammenhang überdeutlich, ein klares Sein-Wollen wie Gott. Ja, noch mehr. Diese Leute glauben es besser zu wissen als Gott. Sie glauben, die Schöpfung durch ihre Gentechnik optimieren zu müssen. Vieles von dem, was Klaus Schwab schreibt, stimmt. Aber wenn wir diese vierte industrielle Revolution nicht auf christliche, von Gott gegebene Werte aufbauen, wenn wir nicht auf Gott und die Natur hören, haben wir mit schrecklichen Eingriffen in die Natur zu rechnen. Mit mehr zerstörerischen als hilfreichen Technologien. Gott schütze uns vor der Willkür einer Moral ohne Gott. Natürlich, Klaus Schwab lädt alle ein, an der Gestaltung der vierten industriellen Revolution mitzuwirken. Hört sich gut an. Aber wir müssen doch langsam wirklich schon gemerkt haben, dass Gruppierungen, die im Mainstream nicht mitschwimmen, doch tatsächlich von dieser Mitgestaltung ausgeschlossen werden. Sie werden als Verschwörungstheoretiker und als rechtsorientierte Fanatiker diffamiert und ausgeschaltet. Sie brauchen doch nur sagen, dass Sie gegen diese genbasierte, abtreibungsbefleckte Impfung sind. Und schon sind Sie eine Persona non grata. Wir brauchen uns keine Illusionen zu machen. Die Macher dieser schönen neuen Welt wollen sich nicht an die christlichen, von Gott gegebenen, in die Natur der Dinge hineingelegten Werte orientieren. Aber, liebe Christen, der dreifaltige Gott, der Schöpfer des Himmels und der Erde, lässt seiner nicht spotten. Wenn sich der Mensch von ihm abkehrt, wird daraus nichts Gutes entstehen können. Die gute Nachricht ist, Gott ist stärker. Er ist stärker als all die hochmütigen, reichen Leute, die glauben, selber Schöpfer spielen zu dürfen. Bleiben wir den Geboten Gottes treu, auch dann, wenn es Mut kostet. Die Gebote Gottes sind wie eine Gebrauchsanweisung des Herstellers. Missachten wir nicht, was uns selbst zum Guten ist. Die Geschichte wird zeigen, dass er der Herr ist und nicht die Reichen der Welt, die glauben, eine Welt ohne ihn gestalten zu dürfen. Amen. Thank you.